Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Altes Live. Und jetzt sind wir unterwegs mit dem Horus. Hallo Horus. Hallo. Und mit dem Lex. Hallo Lex. Hallo. So, wir wollen Met machen. Oder wie nennt sich das? Met, ja? Meth. Meth, Droge. ja, eine Droge. Und wir wissen jetzt, wir haben ja schon zig Sachen probiert und wir wissen jetzt ganz genau, dass wir reines Kokain dafür brauchen und reines Epinephrin. Ja, und wir haben uns gedacht, wir teilen uns auf. Ich gehe mit dem Lex, der Lex fliegt mich, weil dann kann ich ein bisschen in der Weltgeschichte rumgucken. Wir fliegen Kokain sammeln und der Horus, der wird Epinephrin sammeln. Und dann Und dann treffen wir treffen wir uns uns. genau beim Medlabor. Ja, und zwischendurch können wir natürlich immer sagen, wie weit wir sind und so weiter. Was ist denn eigentlich jetzt von der Sache her schwieriger zu sammeln oder zu machen? Das Epinephrin oder das Kokain? Das Epinephrin nimmt 8 Plätze im Inventar weg. Also ich krieg nicht ganz so viel weg wie ihr, aber das Gut. passt schon. Ja, okay, alles klar. Lex, wollen wir los, hä? Ja. Damit der Horus seinen Heli da rausholen kann. Jawohl, und wir haben, genau, wir haben ja unser Zeichen an der Seite. Geil, einfach geil. Ich finde das geil hier mit dem alten Server. Immer wieder. Machen wir jetzt Kokain? Ja. Ich lasse den Lex auch fliegen, weil er Lex viel besser fliegen kann wie ich. Der kann schneller landen. Der kann schneller fliegen wie ich. Ich bin immer ein bisschen zu vorsichtig. Du hast Rebellenklamotten an, ne? Jo. Jetzt kann ich auch mal schön in-game, also in dem Hubschrauber. Ich habe auch den Knüppel zwischen den Beinen und in der Hand. Das hört sich jetzt an. Ja, ich weiß. Habe ich extra gesagt. Ja. Du fliegst aber nicht in First Person, ne? Binnenansicht meinst du jetzt? Machst du nicht, ne? Nein, ich fliege mal Außenansicht. Da kann man besser gucken. Der Horus ist vorhin mit mir geflogen. Wir waren vorhin ja, also in der letzten Aufnahme auch, waren wir ja tauchen. Also ich war tauchen und da ist er geflogen. Da ist er gelandet in der Innenansicht. Nicht ganz. Landeplatz suche ich mir schon aus und fange an mit Hovern in der Außenansicht und dann das letzte Stück mache ich dann meist mit der Innenansicht. Also Irgendwie stylisch. Keine Ahnung. der Horus und ich, wir haben ja schon mal eine geile Szene in Origin, DayZ Origin gehabt. Damals konnte man noch in den Sektor B einfach so, da wusste man, dass an diesen Industrie Komplex im Sektor Komplex, B landen konnte. ja, da konnte man landen und da waren dann auch die ganzen tollen Sachen, die man da looten konnte. Ich glaube, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen, wie wir da ringeflogen sind. Unter vollem Beschuss. Unter Vollbeschuss, der ist gelandet. Da sagt er jetzt raus, raus, sammel. Und dann bin ich da hingelaufen zu dem LKW. Ich war noch am Suchen, da rief er schon wieder, wir müssen weiter, wir müssen wieder weg. Das war klasse. Also das hat so einen Spaß gemacht damals. Das Origin, das war auch ein toller Mod, also. Komme ich einfach nicht drüber weg, wenn ich da dann denke, das war echt klasse. Auch so diese Aktion, die wir hatten, wenn wir da dann später dann den Sektor B dann überfallen dann haben, ne? Wegen den Nachtsichtgeräten und sowas. Ja, lang, lang ist ja schon wieder. Ja. Ich möchte gleich mal einen Looping versuchen mit dem Helikopter. Ach, muss das sein? Ja, jetzt nicht, aber gleich. Da sterbe ich ja wieder die 7 Tode. Ich habe mit dem Alt damals mal eine Barrel Roll. Ja, ich weiß. Da ist mir auch das Herz in die Hose gerutscht. Du musst da vorne an dem Hang kannst du landen. Achso, das weißt du, ne? Ich bin doch schon direkt da runter.
Und ein ich habe aber macht nicht, das Instrument ist egal. Nicht, dass man nachher... Der Baum war mir leider ein bisschen im Weg. Ach, ich muss umstellen gerade mal. Ich muss Waffe wegstecken. Steuerung 10 war das, ne? Jawohl. Bei mir geht das gar nicht. Okay. Weiter. Ja, ich musste das vorhin mal umstellen. Weil ich ein Auto... Zum Reparieren ist es ja nicht gut. Ja, dann geht immer der Inventar irgendwie auf, ne? Ja. Das kann man auch gar nicht umgehen, ne? Du müsstest mir mal einen Schlüssel geben, Schatzelein. Oh. Schlüssel 7. Danke. Ich komme jetzt erst am Epinephrinfeld an. Ja, wir sind ja jetzt, im Notfall müssen wir dir halt irgendwie helfen, aber du brauchst ja auch nicht ganz so viel zu sammeln, ne? Ja, du musst ja jetzt schon 20 Kilometer fliegen, also das ist mit die weiteste Strecke. Ja, deswegen, also, aber wie du gesagt hast, lohnt es sich ja, ne? Wirst du dann sehen. Kannst noch nicht dran. Ich merke es. Oh, jetzt. Ach so, jetzt geht das los. Jetzt geht schon wieder nichts mehr. 26. Ja gut, das Einzige, was wir noch machen können, wir können jetzt unsere Rucksäcke noch voll machen. Das mache ich auch. Und das können wir ja dann auch noch verdienen. Da geben wir aber... Ja, das ist, wenn du sowas alleine machst, das ist dann schon, ich würde sagen... So, ich habe nee, alleine ist es natürlich ein ganz schöner Weg. Also gut, jetzt muss man sehen, was dabei rumkommt. Also da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ach so. Ja, das geht bei mir schneller. Sorry. Ja, ich kann das nicht umstellen. Das geht bei mir einfach nicht. Weißt du, was ich machen könnte? Ich könnte aber dein Heli heile machen. Wenn du möchtest, aber die Instrumente sind eigentlich nicht so wichtig. Ach so, warte mal. Hier, ich bin noch nicht drinne. Klar bist du drin. Ach so, deswegen kann ich noch nicht reparieren. Ah. Na, dann habe ich... Ach, ich bin als Passagier. Naja, fliege ich halt mal als Passagier. Wo fliegen wir jetzt hin? Ja, zum Prozess, ja. Aber du willst ja jetzt nicht mit kaputten Instrumenten... Ich sehe doch nichts. Ich sehe mich schon wieder tot irgendwo. Soll ich lieber kein Looping machen? Wenn du einen kannst und du bist dir sicher, dass das funktioniert, dann... Keine Ahnung, bin ich mir nicht sicher. Na gut, wenn du dir nicht sicher bist, dann... Mach ich's alleine. Dann wäre ich dir sehr dankbar für. Müsste aber gehen eigentlich. Ja, der bremst ziemlich ab, das ist schwer. Zeit lassen. Ich habe jetzt noch mächtig Strecke zu fliegen. Ich könnte ja mal so eine seitliche Rolle machen, das geht. Aber ich fliege mal ein bisschen höher. Boris, wir sind nachher diejenigen, die die ich vom Spawnpunkt abholen darf. So ungefähr, ja. Achtung! Scheiße, da wird dann ja übel. Aber es hat funktioniert, ja. Wie sieht das denn in der Innenansicht aus? Ja, warte mal, das muss ich nochmal machen. In Innenansicht. Mach mal. Also, aber bitte... Oh. Ach du Scheiße. Ja, auf Gott. Nein, wir stürzen ab.
Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach. Ich habe ganz vergessen, dass ich wollte hochfliegen. Ich hätte andersrum drücken müssen, dass ich auf runterfliegen, dass der hochgeht. Ey. Ist ja umgekehrt, ne? Ey, hörst du bitte auf? Du bist ja wahnsinnig. Ich hab's ja mit einem Wahnsinnigen zu tun. Hast du draußen Ansicht gehabt? Nein, Innenansicht. Oh. Jetzt hatte ich gerade auch eine Zerze in der Hose. Boah. Nee, das musst du ja immer, wenn du auf dem Kopf bist, musst du umgekehrt denken. Das fällt dir früh ein. Ja, das ist mir auch gerade ziemlich spät eingefallen. Ja, ist doch egal. Ist doch egal. Also wenn ich jetzt machen würde, würde ich es richtig machen, weil dann würde ich das umgekehrt machen. Ja, da unten ist er doch schon. Mhm. Ich setze mir gar keinen Wegepunkt. Ich gucke einfach auf Karte und so und dann fliege ich da hin. Apropos Karte, ich könnte ja mein GPS ja auch mal anmachen. Ja, ich habe den Eindruck, hier kann man schöner landen. Ich finde bloß den Orca, den müsste es noch in verschiedenen Farben geben oder so. Ich meine, gut, das ist jetzt nicht so wichtig, aber so wie es da mal steht, in Schwarz oder so. Für Alf einen Hello Kitty. Ja, oder so. So, wir sind angekommen. Tür öffnen. Ah, es war noch keiner hier, ha? Ja, ist doch sauber Neustart, ne? Ja, war doch. Ja, deswegen ja. Ja, weiß ich doch. Und wir sind ja eh zu drin. Ich habe das innen drinne gesehen, ne? Wie dann auf einmal der Boden am Kopf näher kam. Eben, das war ein ganz komisches Gefühl. Ja, das freut mich schon anzugucken. Ich hätte einfach nur statt hoch runter drücken müssen. Ich denke auf einmal, hä? Ich dachte erst, du wolltest mich verarschen, aber dann habe ich man kann ja nicht sagen, den Boden näher kommen sehen, aber doch, kann man eigentlich schon sagen, aber oben näher kommen sehen. Eine EPI-Lizenz habe ich noch gar nicht, glaube ich. Jetzt müssen wir gleich zum EPI-Prozessor oder was? Nein, wir müssen zum MED. Aber wir müssen irgendwie gucken, ob wir den Horus noch irgendwie unterstützen können. Nein, ich bin in 4 Kilometer bei der EPI-Verarbeitung und dann treffen wir uns im EPI, im Messlabor. Okay. Ich habe heute Scheiße gebaut, Lex. Was denn? Ich wollte mir den Ifrit kaufen, ne? Mhm. Und so richtig drauf gefreut und gehe da zu dem Rebellenhändler und gehe auf Kaufen. Ja. Und dann wollte ich ihn einlagern in meiner Garage. Hat er dauernd nicht gemacht. Und das habe ich natürlich auch aufgenommen. Oh, yes. Mit Waffe oder? Wie mit Waffe? Der Efri ist doch. Nein, es gibt einen mit und einen ohne Waffe. Er genau, hat ihn aber leider nicht permanent gekauft. Ja, das wollte ich ja wissen, ob er den mit Waffe geholt hat, den kannst du nicht permanent kaufen. Nein, er hat den normalen Ifrit gar nicht erst permanent gekauft. Ja, das ist schlecht. Ja, und dann habe ich natürlich so und so viel zum Fenster rausgejubelt. Ist jedem mal passiert. Oh, das hat mich aber dermaßen geärgert. Du sitzt ja schon wieder.
Auf jeden. Als Co-Pilot. Okay. Dann jetzt zum Medlabor. Richtig.